Kann das sein? Ihr riecht das. Also, willkommen zurück zu mehr Lamulalalamnana. Lalalalamunanalala. Lalalamana. Lamanamunana. Was tun wir denn heute Schönes? Geht schnell. Geht doch los in D4. Ist ja gut, ist ja gut. Einen Moment. Ich will hier eben was hauen. Oh, fuck. So. Wollt hier nur mal eben aufmachen. Sagt noch jemand Biele Bescheid? Der wollte gesonderten Bescheid haben. Gate of Illusion. D4. A, B, C, D. 1, 2, 3, 4. 1 nach rechts und 1 nach unten. I can do this. Not. Vielleicht hier runter und dann nach rechts. Ah, Fledermaus. What's happening? Ja, jetzt von hier aus nach rechts ist ja nicht so wirklich. Und jetzt von hier nach oben ist auch eine Tür. D4. Hört sich leichter an, als es ist. Wie komme ich denn jetzt von hier runter? Jetzt, wo ich das Teil hier kaputt gemacht habe. Heißt das wer? Then climb the ladder up to D2. Climb the ladder here and walk into the teleporter. Climb down the ladder and walk to your right, and rather than being teleported, you will simply fall down into a secret hole. Ja, so hier waren wir jetzt ja schon mal. Oder habe ich hier jetzt was verpasst? Break the birthday to make a ladder appear. Das war die hier. And place a weight on the dice. Blocking the maiden sacrifice. Gut, das haben wir alles schon gemacht. Okay, jetzt können die Jungfrauen sich nicht mehr opfern übrigens. Okay. Das bedeutet bestimmt auch irgendwas. From the Grail Tablet at C3. Take the lower path to the right into blah 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 blah. And read the tablet. Be a little man, ja, ich bin a little man. Ach so, ich, ja, Sag doch einfach, da ist eine Leiter zum Runterklettern. Oi, hallo. Do not make light of the words of others. To come so far, blinded by pride. Wow. Er hat einfach alle Zusatzwaffen, die es gibt. Oder was? Au. Und er hat ein Schild. Ha. Tja. Ja gut, das ist vielleicht ein bisschen blöd mit den Dingern. Wow.
Wie bringe ich ihn dazu, dass er nicht blocken kann? Wo ist der Trick? Och, nur im Moment brauche ich noch keine Hilfe. Wir sind direkt am Speicherpunkt. Ich habe nichts zu verlieren. Ich melde mich. Im Moment versuche ich mal ein bisschen Brute Force. Jetzt steht er da und tut nichts, wollte ich sagen. Geht doch. Gerade so mit Dumpf Force. Hey, Key of Eternity. Oh oh. I do not wish to remain here. Bye bye. Gut, dass ich so schnell wegporten wollte. Hast du schon gemeint, hä? Puh. Was für eine fiese Falle. Nee, ist besser, dass du es nicht gesagt hast. Sehr gut. Jetzt können wir hier... hier. Wo das Schlüsselloch hierfür ist, weiß ich ja schon. Also lass mich jetzt hier einfach mal so ein bisschen rumlaufen. Achso, Schlüsselloch. Der Schlüssel ist sogar so ein Item. Das passt ja natürlich. Tada! Uiuiui. Da, da. Was brandneues und viele Türen mit vielen interessanten Icons. Men are born of the mother and live their lives. They reproduce and reproduce, helping in the mother's ascension. Nein, 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 nicht sagen hier nach C2. Do not. Erstmal erkunden lassen. Die Teile rein kann ich nicht. Übrigens, es ist ein Pferd, aber man run-hittet's also. Warum? Warum ist hier so eine Tür? Bringt doch gar nichts. Hier kann ich noch nach links, obwohl hier doch gar nichts ist links. Achso, weil es halt auch endless ist. Okay, das macht natürlich Sinn. Also jedes Stock... Wow. Das Pferd kackt aber mal absolut wild um sich umher. Oh, ein Unendlichzeichen. Hallo. Oh, man kann es untersuchen, aber es passiert nichts. Oh. Da oben. Anderes Gebiet. Aha. Oh. Kleine Geistertiere. Die Türen oder Dinger kriegen jetzt alle irgendwie das Unendlich-Symbol. Ich nehme an, das bedeutet, dass die mir verschlossen sind. Hi ihr. Wir halten auch nicht besonders viel aus. So, ich gehe dran. Und dann macht so wusch und das Unendlich-Zeichen kommt. Da gibt's auf jeden Fall schon mal etwas für mich. Normalerweise habe ich hier Angst vor Augen, aber ich sehe keins. Man kann es einfach so kaputt machen, was bist denn du? Keysword, das Schlüsselschwert. What? Das ist sogar tatsächlich eine Waffe. It's difficult to use and does not do much damage. Oh. Kann ich damit die Teile aufmachen? Nein. Reingehen ist auch nicht. Cool. Okay. Was mache ich jetzt mit diesem Teil? Es ist für alle gleich. Also es scheint keinen Unterschied zu machen, was für ein Symbol darüber ist, über der Tür. Zumindest bisher nicht.
laufe ich für den Moment mal mit dem Teil hier rum. Macht das irgendeinen Unterschied, wenn ich das unendlich Zeichen mal an alle Türen geschafft habe? Soll ich vielleicht wieder hoch mit dem Schwert? Vielleicht das Schwert zur Fee bringen? So viele Optionen auf einmal. Bleibt das unendlich Ding übrigens an allen Türen? Sieht fast so aus. Gehe ich noch einmal durch und schaue. Huch, da ist nochmal, ob es noch irgendwo fehlt. Wer weiß, ob das irgendwas bringt. Da unten fehlt's. Ah. So, das scheinen alle zu sein. Dann gehe ich jetzt mal davon aus, auf diesem Stockwerk kann ich nichts mehr tun. Also vielleicht wieder hier oben oder vielleicht überhaupt in ein komplett anderes Gebiet. Oh, Gewichte für 10 ist billig. Es gibt doch etwas dort unten für mich zu tun, okay. Oh. Dann frage ich mich was. Am Eingang ist eine Tafel, die habe ich doch gelesen. Die mit dem Reproduce und so und. Also ich stehe jetzt nochmal. Das ist sogar schon das dritte Mal. Geh den Weg entlang, den der Mensch bestimmt ist zu gehen. Kann man natürlich so auffassen, wie man will, nehme ich an. So ein Endlichteil kommt nicht an die Tür, obwohl ich die ganze Zeit davor stehe und drücke und alles. Aber machen kann ich nichts damit. Auch jetzt kommt's. Ja, haben die vielleicht irgendeine Bedeutung? Das kann natürlich gut sein, aber... Born, Life, Reproduce, Ascension. Sind das jetzt die Zahlen in Lamulana? Muss ich die Dinger jetzt in der richtigen Reihenfolge aufmachen oder sowas? Ist das das Gespräch, das wir vor ewigen Zeiten hatten? Hier eine 1 ist so und eine irgendwas ist so und blablabla. Ja, das ist ja total scheiße. Dann kommt ihr wohl ins Spiel, weil ich habe euch gesagt, bitte merkt euch die Zahlen. Ja, jetzt müssten wir nur noch wissen, welches Symbol überhaupt welche Zahl sein soll. Wie ist denn das überhaupt? Sind die Symbole, wie viele verschiedene sind das? Hat jedes Teil sein komplett eigenes und ich muss die alle in einer bestimmten Reihenfolge? Oder gibt es einige doppelt? Also das da links oben sieht so aus wie eine Flamme, würde ich sagen. Und diese drei Kratzer hier links unten kann man sich merken. Hier ist die Flamme wieder in der Mitte. Aber mein Kratzer kommt wohl anscheinend nicht so schnell. Ein Prozent. Also die Flamme ist schon mal doppelt. Ach, Kolper. Weißt du, es gibt Leute, die werden für ihre Zahlen auf der Straße überfallen. Frag mal 23. Einer im 100er Club weiß das. Huch, ich hab's berührt. Aber es ist noch nicht zugegangen.